Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 8 Fakten über Herr der Ringe. Ich hatte mal richtig Bock, irgendwie ein Faktenvideo über Herr der Ringe zu machen. Deswegen will ich auch gar nicht länger warten und will direkt loslegen. Fakt Nummer 1. Der Herr der Ringe mit den Beatles in den Hauptrollen. Das ist wirklich kein Scherz. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere kontaktierten die Beatles den berühmten Regisseur Stanley Kubrick, um ihn davon zu überzeugen, mit ihnen in den Hauptrollen Herr der Ringe zu verfilmen. Das Resultat wäre garantiert ein anderes geworden als das Meisterwerk von Regisseur Peter Jackson. Hätte Paul McCartney Frodo gespielt, George Harrison wollte Gandalf verkörpern und Ringo hätte Sams Rolle übernommen. Bleibt nur noch John Lennon übrig, der tatsächlich den kauzigen Gollum ein Gesicht geben sollte. Ob es nun eine Tragödie oder ein Segen ist, dass aus diesem Entwurf von Herr der Ringe nichts geworden ist, kann jeder selbst entscheiden. Fakt Nummer 2. Gandalf spricht wie Tolkien. Wenn sich irgendjemand schon einmal gefragt hat, warum Gandalf eigentlich spricht, wie er eben spricht, hier kommt des Rätsels Lösung. Schauspieler Ian McKellen passte den Akzent von Gandalf dem des Autoren von Herr der Ringe, J.R.R. Tolkien, an. Daher spricht der Zauberer Gandalf in der englischsprachigen Originalversion nun wie sein Schöpfer selbst. Ian McKellen hatte übrigens keines der Bücher gelesen, bevor er die Rolle als Gandalf tatsächlich bekam. Allein der Enthusiasmus von Regisseur Peter Jackson überzeugte ihn, den Part zu übernehmen. Fakt Nummer 3. Die Inschrift auf Balins Grab lautet Joey war hier. Fiktive Zwergengrabsteine mit neuseeländischer Inschrift. Fakt ist, das gibt es nur in Herr der Ringe. Nur blöd, dass der Produktionsdesigner Grant Major von dem Scherz, den sich die neuseeländischen Tischler offenbar überlegt hatten, nichts wusste. Trotzdem ist der Satz »Joey war hier« in der Moria-Szene auf dem Grabstein von Balin in »Die Gefährten« zu sehen. Zu ändern ist das nicht mehr. Joey würde es freuen. Fakt Nummer 4. Fünfmalige Augenbrauenrasur für Schlangenzunge. Brad Dourif trat in den letzten beiden Filmen von Herr der Ringe als Grima Schlangenzunge auf. Eine ziemlich schleimige Rolle, für die keine Augenbrauen nötig sind. Das fand jedenfalls Regisseur Peter Jackson und verlangte vom Schauspieler, sich für die Rolle von ihnen zu trennen. Dourif willigte ein und musste am Ende ganze 5-mal unter die Klinge. Schuld daran war das mehrmalige Drehen bestimmter Szenen und Eigenarten der Produktion von Herr der Ringe. Zum Teil wurden die Szenen mehrerer Filme der Reihe direkt hintereinander abgedreht. Fakt Nummer 5. Legolas Augenfarbe wechselt. Von blau zu braun und wieder zurück hat die Augenfarbe des Elbenprinzen Legolas während der Dreharbeiten immer mal wieder gewechselt. Grund dafür war, dass Orlando Bloom die blauen Kontaktlinsen nicht vertrug, die anfingen zu jucken. Ein Arzt verbot ihn infolge von Augenrötungen, die Linsen täglich zu tragen. Das bedeutete allerdings Zusatzarbeit in der Nacharbeitung. Nachträglich mussten in vielen Szenen per Computer die Augenfarbe von Orlando Blooms dunklen Braun zu Legolas strahlendem Blau korrigiert werden, was offenbar hin und wieder vergessen wurde. Die blauen Augenfarbe der Elben soll übrigens aussagekräftig dafür sein, welcher Gattung diese angehören. Fakt Nummer 6. Orlando Bloom Rippenbruch. Aber nicht nur Orlando Blooms Augen mussten für seine Rolle als Legolas leiden. Auch die Rippen des Schauspielers hatten bei den Dreharbeiten einiges abbekommen. Um als sensibler und zugleich kampferprobter Elb zu überzeugen, ließ dieser es nämlich nicht nehmen, die meisten seiner Stunts selbst durchzuführen. Im Laufe der Filmarbeiten brach er sich dabei auf schmerzhafte Weise eine Rippe. Ein starker Einsatz. Fakt Nummer 7. David Bowie als Elrond im Gespräch. David Bowie als Herrscher über Bruchtal? Nicht unvorstellbar. Er soll sogar zu einem Vorsprechen von Herr der Ringe erschienen sein. Für den extrovertierten Künstler war Musik nur eine Ausdrucksform von vielen und so spielte er zum Beispiel auch Jared, den Koboldkönig, in Die Reise ins Labyrinth. Warum eigentlich nicht auch Elrond? Tatsächlich hatte Bowie wohl ernsthaftes Interesse daran, die Rolle zu übernehmen. Regisseur Peter Jackson äußerte aber berechtigte Bedenken, wenn eine bekannte, geliebte Figur oder ein berühmter Star kollidieren, dann kann das etwas problematisch werden. Wie Bowie die Absage aufgenommen hat, ist nicht überliefert,
Allerdings war der Musiker auch selbst dafür bekannt, gerne Körbe zu verteilen. Er lehnte zum Beispiel gleich zweimal ab, ein Album der Red Hot Chili Peppers zu produzieren. Fakt Nummer 8. Der andere Aragorn. Knapp daneben ist auch vorbei. Stuart Townsend wurde nur einen Tag vor Beginn der Dreharbeiten als Aragorn gefeuert. Angeblich hatten die Filmemacher nur spät erkannt, dass Townsend mit 26 Jahren viel zu jung für die Rolle des zukünftigen Königs war. Er selbst bestätigte das 2002 gegenüber dem Magazin Entertainment Weekly. Jackson wollte wirklich jemanden, der 20 Jahre älter und vollkommen anders war als ich. Ein damaliger Mitarbeiter am Set konnte sich aber noch mit anderen Fakten aufwarten und erklärte, dass diese Chemie zwischen Schauspieler und Regisseur etwas delikat gewesen sei. Auch Townsend setzte nach: Ich hatte eine schwere Zeit, deshalb war ich fast erleichtert zu gehen, bis sie mir sagten, ich würde nicht bezahlt werden. Ich habe keine guten Erinnerungen an die Verantwortlichen. Wirklich nicht. Stuart Townsend ist damit viel Geld durch die Lappen gegangen. 2010 ernannte das Forbes Magazine Viggo Mortensen, den wir nun als Waldläufer Aragorn kennen, und Liv Tyler zu den am bestverdienenden Hollywood-Paar. So, das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Schreibt es in die Kommentare, falls ihr die Folge gut fand und was euch am besten gefallen hat. Ich fand den Fakt Nummer 7, ich bin ruhig als Elrond, einfach total abgefahren. Ansonsten sage ich noch bis zur nächsten Folge und ciao.